Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Tag 4 der HIT-Transformation. Heute gibt es ein schönes Arm-Schulter-Training. Eigentlich wollte ich ja noch eine Übung für Brust machen, aber das fällt heute flach, weil ich habe zwar keinen Muskelkater mehr, aber der Muskelkater ist erst seit gestern weg und ich will ja jetzt heute den Muskel nicht noch zusätzlich belasten. Ich hatte auch erst ein bisschen Schiss, dass ich heute nicht vernünftig Bizeps trainieren kann, weil ich auch einen Bizeps-Muskelkater hatte nach dem Brusttraining. Aber auch da ist der Muskelkater glücklicherweise seit gestern weg und ich habe gerade beim Aufwärmen auch nichts irgendwie gemerkt oder so. Hab einen guten Pump, hab auch schon den ersten Arbeitssatz erledigt. Da hatte ich Bizeps-Curls mit der Langhantel gemacht im Supersatz mit Trizepsstrecken am Kabelstruktur mit dem Tau. Jetzt kommt aber der interessante Teil und zwar mache ich den nächsten Satz mit dem Mayo-Konzept, also mit den pausierten Sätzen. Passendes Gewicht habe ich auch schon gefunden, das wird gleich so ablaufen, dass ich mit Bizeps-Curls anfange. Sobald ich damit durch bin, mache ich ungefähr so eine Minute Pause und mache dann mit Trizeps weiter. Ist dann nach Definition jetzt kein richtiger Supersatz mehr, aber ich will nicht, nachdem ich halt erst alles in Bizeps reingesetzt habe, direkt zu Trizeps weitergehen, sondern dem Körper, ja wie gesagt, so eine leichte Pause gönnen. Ich habe mich auch, wie gesagt, schon für beide Übungen sehr gut aufgewärmt und dementsprechend bin ich dafür jetzt auch ready. Das Konzept habe ich für diese beiden Muskelgruppen bisher noch nicht angewendet, von daher bin ich selber mal gespannt, wie es gleich laufen wird. Also für Bizeps fand ich richtig gut. Ich glaube, ich habe 3 Pausen gemacht, müsste 3 Wiederholungen und zum Schluss war es noch eine ganze und so, ja, 2, 3 halbe. Aber der Pump danach ist auf jeden Fall heftig. Ja, gucken wir mal, wie es für Trizeps ist. Die ersten beiden Armübungen werden damit durch und ich liege extrem gut in der Zeit. Bin jetzt inklusive dem Aufwärmtraining etwa eine halbe Stunde dabei. So lange habe ich ja schon alleine beim Beintraining fürs Aufwärmen gebraucht. Vorteil bei Arm ist aber, dass man da, finde ich, nicht so extrem viel machen muss. Ich habe mich auch so grundlegend warm gemacht, so ein paar Minuten. Dann einfach ein paar Übungen für Arme und für Schulter gemacht und dann war es das auch. Da habe ich insgesamt knapp eine Viertelstunde gebraucht. Auch ein bisschen vorgedehnt, aber jetzt halt nicht so ausführlich wie vom Beintraining. Es werden jetzt noch 2 Übungen für Arme kommen und dann eine für Schulter. Ich mache jetzt auch direkt weiter mit den nächsten beiden Übungen. Die gibt es dann auch im Supersatz ohne dem Mayo-Konzept. Weil jetzt gibt es Trizepsstrecken mit den Kurzhanteln im Supersatz mit alternierenden Curls, so ein bisschen vorgebeugt, damit ich wieder die maximale Belastung in der Kontraktion habe. Und wenn ich jetzt hier für jeden Arm diese pausierten Sätze machen würde, würde ich ja, keine Ahnung, 5 Minuten für einen Durchlauf brauchen und das ist einfach viel zu lang. Deswegen mache ich davon einfach 2 Sätze, gehe natürlich auch bei jedem Satz bis zum Muskelversagen, werde auch darauf achten, dass ich bei der Trizepsübung auch schön im Stretch, in der Dehnung mal kurz ungefähr so eine Sekunde halte. Fand ich letztes Mal schon extrem gut und jetzt, wo ich ziemlich krassen Pump im Trizeps habe, werde ich das vermutlich noch mal ein bisschen besser merken. Zu den alternierenden Curls gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Habe ja schon erwähnt, dass ich mich nach vorne lehne, sodass ich die maximale Belastung in der Kontraktion habe. Werde dann hier vermutlich mal so eine Sekunde in der Kontraktion halten und auch so eine Sekunde in der Dehnung. Dann habe ich eigentlich alles mit drin. Und ja, dann gibt es davon jetzt, wie gesagt, 2 Sätze. Thank you.
Bevor es weitergeht, wollte ich noch kurz auf einen kleinen Kommentar eingehen. Ich muss jetzt ohnehin eine kleine Pause machen. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich jetzt das klassische HIIT-Training mache oder ein Training, was halt in die Richtung geht. Und die Sache ist, ich weiß halt nicht, ob es wirklich ein geregeltes HIIT-Konzept gibt, wo gesagt wird, okay, man muss jetzt so oder so trainieren und dann zählt das quasi als HIIT. Ich denke, es ist mehr so, dass HIIT so ein Überbegriff ist und zum Beispiel gibt es noch ein Heavy-Duty-Training, das fällt ja auch so in diese Nische rein. Da wird es vermutlich auch noch irgendwie mehrere Konzepte geben. Das Grundgerüst ist einfach nur, dass man ein hochintensives Training hat, dass das Training halt in recht kurzer Zeit erledigt ist. Ich habe so gefunden, dass man meistens pro Übung 1 bis 2 Arbeitssätze hat. Und das ist ja im Prinzip das, was ich auch mache. Und wenn das, was ich mache, nicht als hochintensives Training zählt, dann weiß ich auch nicht mehr, weil viel intensiver geht es ja schon gar nicht, vor allem mit den pausierten Sätzen. Aber um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich sagen, gehe ich in die Richtung HIIT, weil ich jetzt, wie gesagt, nicht weiß, ob das wirklich so ein Begriff ist, der das oder das irgendwie impliziert oder dass man diese Bedingungen halt haben muss, damit das dafür zählt. Deswegen sage ich einfach mal in die Richtung HIIT. Ich habe halt meine maximal 2 Arbeitssätze, gehe in jedem Satz bis zum Muskelversagen und habe dann so 5 bis 8 Arbeitssätze pro Muskelgruppe, je nachdem welcher Muskel ansteht. Für Arme mache ich ja zum Beispiel ein bisschen weniger. Jetzt gerade habe ich 4 Arbeitssätze erledigt, einer kommt jetzt gleich noch und dann reicht das auch. Aber für größere Muskelgruppen mache ich gerne ein bisschen mehr. Gut, hoffe ich konnte dann die Frage ausreichend beantworten. Wenn noch irgendwas unklar ist oder ihr irgendwas ergänzen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich dann jetzt sagen, geht's weiter. Eine Übung, wie gesagt, kommt jetzt noch. Und zwar mache ich French Press im Supersatz mit umgedrehten Bizeps Curls. Beides auch mit der Langhantel. Ich mache einen kleinen Einführungssatz, um mich ein bisschen an die Bewegung zu gewöhnen. Und dann gibt es da wieder das Mayo-Konzept. Das habe ich auch mal nicht bei French Press schon gemacht, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber geht bei der Übung ja ohnehin ziemlich gut und bei den Bizeps Curls eh. Da baue ich jetzt eben kurz alles um und dann legen wir los. Bei French Press werde ich es auch heute mal versuchen, in den Deno reinzugehen. Deswegen, ich habe mir hier die Bank aufgebaut, hier unten diese grüne Isomatte hingelegt, damit ich mich vernünftig mit dem Kopf anlehnen kann, weil ich sonst auf dem Metall liegen würde. Habe hier so ein paar Polster auf den Boden gelegt, dass ich das Gewicht fallen lasse. Weil sobald ich halt das Muskelversagen erreicht habe und ich mehr hoch kann, habe ich ja keine Möglichkeit, das Gewicht irgendwie abzulegen. Deswegen habe ich hier ein paar Polster hingelegt, in der Hoffnung, dass es das einigermaßen dämpfen wird. Aber ja, gucken wir mal. Es wäre definitiv besser gewesen, wenn ich die andere Langhantel genommen hätte, weil ich die dann schön in der Halterung hätte ablegen können. Aber ja, die andere ist halt leider ein bisschen kürzer, dementsprechend passt die da nicht rein. Hatte aber auch nicht mehr die Zeit, es dann zu ändern, weil ich wollte auch einfach anfangen. Was ich aber ganz cool fand, ist, dass ich das Gewicht unten schön ablegen konnte. Also ich musste es nicht fallen lassen. Im Nachhinein auch eigentlich voll logisch, weil wenn ich Überzüge mache mit den Kurzhanteln, berühre ich ja auch den Boden unten. Von daher hätte es eigentlich klar sein müssen oder klar sein können, dass ich auch die Hantel dann schön ablegen kann. Aber ja, umso besser, dass es auch gut funktioniert. Die umgedrehten Curls liefen auch ganz nach Plan. So ein paar pausierte Sets habe ich gemacht.
Und ja, jetzt sind die Arme auf jeden Fall gut durch. Jetzt kommt noch eine Übung für die seitliche Schulter. Da gibt es natürlich Seitheben. Ich wurde auch mal in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich mich mal ein bisschen weiter vorbeugen soll und dann die Arme unter die Beine führe, sodass ich in der seitlichen Schulter so eine leichte Dehnung habe. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Nehme da einfach mein Gewicht, was ich auch normalerweise nehmen würde. Das wären 12 Kilo. Mach damit zwei Sätze, einen ganz herkömmlichen Arbeitssatz und den zweiten dann mit den pausierten Sätzen. Was ich bei French Press noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich da jetzt keinen Riesenunterschied gemerkt habe. Das Problem ist, beim Kurzhantelstrecken über Kopf kann man halt wirklich schön in die Dehnung reingehen für den Trizeps, aber hier war es jetzt nicht so wirklich möglich. Da habe ich mehr Dehnung in der Schulter und wenn ich dann die Hantel abgelegt habe, im Latt gemerkt, aber jetzt halt nicht wirklich im Trizeps. Kann sein, dass ich dann vielleicht beim nächsten Mal versuchen sollte, den Unterarm noch ein bisschen mehr anzuwinkeln. Beim nächsten Mal werde ich das vielleicht noch mit der Dehnung ausprobieren, aber ansonsten würde ich dann zu meinem eigentlichen Konzept zurückkehren. Ich habe ja so ein, zwei Übungen mit dabei, wo ich auch in die Dehnung gehe. Also wäre es jetzt nicht so tragisch, wenn ich es dann nicht bei jeder Übung mache. Beim Seitheben fand ich das mit den nach vorne Lehnen ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht wirklich eine Dehnung gespürt habe. Hat sich aber trotzdem schwerer angefühlt, weil ich meine, die 12 Kilo ging beim letzten Mal etwas besser. Zum einen habe ich halt ein bisschen mehr Range of Motion und ich denke mal, man geht halt etwas in die Dehnung rein, aber ist halt nicht so extrem. Wenn man jetzt den Arm einfach so hier hängen lässt, merkt man jetzt keine wirkliche Dehnung. Das hätten wir dann eher, wenn der Arm noch weiter hier rüber geht. Vielleicht nehme ich beim nächsten Mal einmal ein bisschen weniger Gewicht, um mich da ein bisschen mehr reinzufinden. Ich habe es zwar in der seitlichen Schulter gemerkt, aber zum Beispiel das angelehnte Seitheben merke ich da nochmal ein bisschen mehr. So viel nochmal kurz dazu. Das nächste Training kommt dann in 2 Tagen. Da gibt es Rücken und Beine. Rücken steht natürlich im Vordergrund. Für Beine wird es eine Übung geben, hoffentlich. Die Sache ist, ich habe noch unfassbare Muskelkater, so gerade im Beinstrecker. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Muskelkater im Quadrizeps hatte, also schon Ewigkeiten her. Deswegen, wenn ich den in 2 Tagen noch merke, wird es da keine Squats geben, sondern vielleicht Beinbeuger oder so. Normalerweise merke ich es echt einige Tage im Beinbeuger, aber das ging relativ schnell weg. Deswegen, vielleicht werde ich dann anstatt Kniebeuge noch eine Übung für Wade- und Beinbeuger machen. Da gucken wir dann. Dann wisst ihr Bescheid, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und haut da rein.